Herzlich willkommen auf gutscheinmagazin.de. Wir wollen euch heute die mobile Anwendung Ferienplaner vorstellen, denn in Deutschland haben natürlich nicht alle Schüler zur gleichen Zeit Ferien und die Semesterferien fallen natürlich auch deutlich unterschiedlich aus. Und es gibt unterschiedliche Internetseiten, die anzeigen, wann denn eigentlich wer Ferien hat. Aber es haben sich natürlich auch ein paar findige Entwickler gedacht, lass uns das Ganze doch auch mal umsetzen als mobile Version, zum Beispiel für deinen iPod Touch hier oder für das iPhone. Oder auch iPad oder Android-Gerät, wie auch immer. Und das gibt es auch. Man bekommt jetzt hier auf der Startseite zum Beispiel erstmal das Datum angezeigt. Heute ist der 8. Oktober, ist Dienstag. Und unten das Land, denn das Ganze funktioniert nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und die Schweiz. Da ich von Österreich und Schweiz bei Ferienrecht und so weiter keine Ahnung habe, gehe ich einfach mal in den deutschen Bereich rein. Da kenne ich auch die Bundesländer und so weiter. Und das ist hier auch im zweiten Reiter Ferien, nennt er sich, der größte Bereich. Denn hier kann man entweder nach Bundesland oder auch nach Ferien sortieren und herausfinden, wer wann Ferien hat. Nach Bundesland sieht folgendermaßen aus, man sucht sich hier ein Bundesland aus, zum Beispiel Hamburg, und bekommt dann hier angezeigt, wann sind die Winterferien, die Osterferien, Himmelfahrt, Pfingsten, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien. Ja, man kann auch hier auf den nächsten Reiter gehen für 2014, das steht ja auch schon fest, und für 2012 und bis 2010 kann man sich das ebenfalls noch anzeigen lassen. Man kann aber jetzt auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gehen und sich das Gleiche hier anschauen lassen, ist, denke ich, jetzt verstanden. Der zweite Bereich ist hier aber jetzt zum Beispiel nach Ferien. Hier kann man jetzt sagen, ich möchte Infos zu den Sommerferien, und hier bekommt man jetzt eine Liste mit den Bundesländern und sieht dann, wann die jeweils Sommerferien haben. Bei Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt hier noch so ein Reiter, denn da gibt es so eine kleine Besonderheit. Hier ist zum Beispiel die Besonderheit abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen. Es gibt zum Beispiel bei Niedersachsen auch eine Besonderheit, dass die Bewohner auf den Inseln besondere Ferienzeiten haben. Das wird dann dort vor Ort bekannt gegeben. Und ja, steht jetzt hier gar nichts von bei Niedersachsen, aber solche Infos stehen halt manchmal auch noch mit dabei. Das sind eigentlich so die wichtigsten Funktionen, wie ich finde. Es gibt jetzt obendrein noch was, das nennt sich Feiertage. Da kann man rausfinden, welches Bundesland wann welche Feiertage hat. Da gibt es ja in Deutschland, innerhalb Deutschlands leider und vielleicht auch ein bisschen unfairerweise, ziemlich große Abweichungen. Bayern hat da ja doch noch ein paar mehr Feiertage. Und das kann man sich hier anschauen, denn wenn man mal gehört hat, dass man frei hat oder zum Beispiel auch umgezogen ist, dann kann das zum Beispiel im Saarland ganz anders aussehen als zum Beispiel in Niedersachsen. Ich kenne jetzt nicht die genauen Unterschiede, aber es gibt auf jeden Fall Unterschiede und denen sollte man sich natürlich auf jeden Fall bewusst sein. Gehen wir mal in den nächsten Reiter. Dieser nennt sich Semesterferien. Ist auch eine etwas kompliziertere Sache, also so kompliziert eigentlich auch nicht, aber man kann sich natürlich hiermit auch von den einigen Universitäten und FHs die Semesterferien raussuchen. Nehmen wir einfach mal Niedersachsen hier. Und nehmen wir jetzt einfach mal irgendeine Uni, ja, nehmen wir mal die in Hildesheim zum Beispiel. Und da sieht man jetzt hier die Semesterdauer, die Vorlesungszeit und auch die freien Tage. Das war noch für 2011. Gehen wir mal einfach mal SS, das müsste ja Sommersemester heißen, WS Wintersemester, ja genau. Und dann bekommt man hier auf jeden Fall die freie Zeit angezeigt. Das ist ein bisschen abweichend von den Unis, also da muss man sich dann genau informieren. Aber die Infos gibt es ja sowieso eigentlich in der Uni, wo man studiert, und dafür braucht man die Anwendung nicht, aber für die einzelnen Bundesländer, finde ich, ist das eine ziemlich gute Sache. Hier im Reiter Mehr kann man jetzt noch auf aktuelle Feiertage zurückgreifen, einen Ferien-Countdown kann man einrichten, Arbeitstage-Rechner, also ist vielleicht auch ganz interessant, da sieht man dann wirklich, wie viele Arbeitstage es gibt von einem bestimmten Datum bis einem bestimmten Datum. Ja, dann gibt es ja noch eine Premium-Version, die habe ich jetzt noch gar nicht gebraucht, ich finde das hier schon alles ganz gut. Und dann gibt es noch Hilfe und FHQ und weitere Infos. Das war aber dann eigentlich auch die gesamte Anwendung. Können wir auf jeden Fall empfehlen, ist den Download auf jeden Fall wert, gerade für Schulkinder oder Erwachsene, die die jeweiligen Ferien oder den jeweiligen Jahresurlaub planen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.